Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe von Switchbot was bekommen. Das liegt auch schon länger hier, aber ich bin halt nicht dazu gekommen, das zu machen. Die haben nämlich ein Update von den Gardinenbots gemacht. Ich habe ja oben vier Gardinenbots bei mir im Wohnzimmer dran. Ich zeige euch das mal. Das war auch ein bisschen Fummelei, die so zu konfigurieren, dass das so funktioniert. Ich hatte das erst so, dass alles aufgeht und alles zugeht. Ich habe das jetzt anders gemacht, weil ich brauche halt nur diese Seite, weil da ist meine Tür. Das brauche ich eher seltener, dass es aufgeht. Und wenn, dann möchte ich halt einen Befehl haben, dass wirklich beides aufgeht, weil ich habe es meistens mit Übergardine, weil ja, das ist extra eine, wo man so ein bisschen durchgucken kann. Ja, weil Frauchen immer meckert und ich mag es eher was dunkler, Frauchen, der will es heller haben und das ist Kompromiss, blau halb durchsichtig. Naja, wenn ich jetzt sage einfach, Alexa, Gardine auf, dann geht es jetzt erstmal zum, da oben geht jetzt die erste. Die zweite müsste eigentlich auch gehen. Ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt gerade nicht geht. Alexa? Oh ne, jetzt geht sie. Manchmal ist die halt ein bisschen später dran. Ich weiß auch nicht warum. Aber eigentlich immer so nur ein paar so Millisekunden später. Und wenn ich jetzt sage, Alexa, Gardine zu. Alexa, Gardine zu. Habe ich auch alles so ausgemessen, dass es praktisch, kann man ja sagen, bis weit der Bot fahren soll und dann stopp. Ja, dass er wirklich nur bis dahin fährt, wo er soll und nicht zu weit, weil sonst schubst er den anderen Bot an und der geht, macht die Gardine gleich wieder auf der anderen Seite auf. Und das ist jetzt alles so eingestellt, dass das halt bis über die Tür geht und halt auf und zu geht, dass ich die Tür aufmachen kann und, ja, also ein bisschen fein justieren muss ich noch. Beim letzten Mal bin ich so 5 bis 6 cm zu weit nach rechts gekommen. Das muss ich halt nochmal neu fein justieren. Aber sonst funktioniert das ganz gut, dass halt nur die eine Seite aufgeht, die andere Seite bleibt zu. Ich kann die einzeln über den Switchbot steuern. Ich habe auch Alexa-Befehle. Wie gesagt, habt ihr ja mitgekriegt, weil normalerweise steuerte man ja immer nur einen Switchbot. Man kann aber in Alexa sagen, man möchte Befehle ausgeben. Und Ruhe, Alexa, Ruhe, stopp, Alexa, stopp. Und dann kann man halt alle Geräte, die man in Alexa eingebunden hat, kann man dann auch zu einem Multisystem zusammenbinden, wenn man halt zum Beispiel Bewegungssensor hat oder sonst irgendwas dergleichen. Das gilt auch für die ganzen Switchbot-Sachen. Die sind alle Alexa-kompatibel. Und nicht nur Alexa-kompatibel, damit man eingerät, sondern dass man halt auch mit Alexa-Befehlen oder mit Routinen mehrere Geräte aufeinander stapeln kann oder zusammenstapeln kann, also zusammen auslösen kann. Alles drum und dran. Ich wollte jetzt eigentlich hier nur euch zeigen, was so Schönes gekommen ist und was wir jetzt ja demnächst machen werden. Einmal haben sie mir den neuen Switchbot für Gardinen geschickt. Der sieht jetzt, Row 2, der sieht jetzt wirklich ein bisschen anders aus. Der hat jetzt Metallstangen, nicht mehr so Plastik. Was so ein bisschen, das sieht jetzt ein bisschen, also sieht jetzt ein bisschen hochwertiger aus. Man kann auch wieder mit Remote, also dass man mit Fernbedienung steuert, also einfach auf zu. Da war ich auch am Überlegen, ob ich mir hier eine hinklebe, eine Remote, also dass ich dann halt auch einfach mal per Knopfdruck auf zu machen kann. Per Mini-Hub, per Meta, also dass man und per Bot. Achso, das ist was kompatibel ist, ja. Und
Ja, mit dem Solarding. Aber also ich habe das, ich habe die Solarteile, ich habe die auch dran. Aber ich musste die schon auch schon laden. Also das ist halt nicht so, dass die halt ständig voll sind. Das zweite, dann brauche ich zwei für Gardinen. Dann haben sie noch was Neues und zwar neue Cams. Die werde ich noch verbauen. Da kommt eine in den Flur, eine in eine Küche. Habe ich auch zwei. Mach mal so. Also eine Flur, eine in eine Küche, dass man die halt schön koppeln kann. Und das Geile ist, über die App, also über die Alexa-App, kann man die auch separat an- und ausschalten. Also kann man reingucken. Man muss jetzt nicht auf die Switchbot-App oder so. Ich gehe einfach auf Alexa, gehe auf den Raum, Kamera oder gehe auf Geräte, Kamera und dann sehe ich, was bei der Kamera da passiert. Ich werde euch alles im Video zeigen. So, hier haben wir dann noch die Solarpaneele für den Gardinenbot. Dann, oh ja, schön, das ist schön. Dann haben wir noch Bewegungssensor. Also Motionssensor. Da, das ist dieser hier. Weil da habe ich, den brauche ich noch, da habe ich einiges vor für den Flur. Weil ich habe ja, im Flur habe ich ja ein Licht, was immer angeht, wenn der wenn da über der Tür habe ich einen Bewegungssensor. Und das spinnt momentan, das Ding. Das spinnt einfach rum. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde mir nochmal so eine Alexa-Steuerung holen. Muss aber gucken, ob die auch für weißes Licht, also nur für An- und Ausschalter gibt oder so. Oder dass ich halt nur die Steckdose dann an- und ausschalte und das Ding auf Dauerstrom mache, muss ich gucken. Und dann halt eine Funksteckdose dazwischen klemme und dann halt, weil praktisch, wenn das dann im Flur ranmache und sage, hier, wenn der Bewegungssensor ausgelöst wird, geht die Steckdose an und dadurch geht automatisch das Licht an. Und das soll dann halt für 3 Minuten sein und nach 3 Minuten geht es wieder aus. So, dann haben wir. Hier haben wir dann noch einen Kontaktsensor, wenn die Tür auf und zu geht oder Fenster auf und zu geht, dass man dann was einstellen kann. Die sind auch ganz gut. Wenn man zum Beispiel auch ein Heizungsthermostat hat von Firma XY oder was weiß ich, und kann man sagen, hier, bumm, ist aufgegangen, Heizung aus zum Beispiel. Ist alles innerhalb von Alexa kompatibel. Die neue Thermostat, also Thermometer, der sieht jetzt ein bisschen größer aus. Ja, das ist halt Thermometer und Luftfeuchtigkeit und so. Auch ganz interessant. Dann den Mini-Hub, um das alles miteinander zu verbinden. Ich habe ja meinen Mini-Hub im Flur, aber dann kann ich das besser aufteilen. Und eine Remote von Switchbot. Das ist halt die Fernbedienung. Ja? Und die werden wir jetzt nach und nach verbauen. Beziehungsweise einige Sachen kennt da schon. Da muss ich dann erstmal gucken, wie ich das alles umsetze. Auf jeden Fall wollen wir uns den neuen Switchbot angucken. Ich will mir die Kamera angucken, weil die soll wohl sehr gut sein. Ich bin mal sehr gespannt. So. Und dann habe ich hier noch ein Na, komm doch her. So, ein, ja, das ist so für Feuchtigkeit, also dass da die Luft ein bisschen anfeuchtet oder auch mit Aromastoffen versieht. Wir haben momentan, also hier im Wohnzimmer bei mir nicht so,
Aber bei meiner Frau im Kinderzimmer, bei meiner Tochter im Kinderzimmer, Küche und Flur haben wir momentan extrem Luftfeuchtigkeit. Deswegen werde ich den zwar testen, aber ich kann den leider nicht so nutzen, wie ich es mir gerne vorgestellt habe, weil ich mag das ja eigentlich. Ich habe früher auch so einen Brunnen gehabt und so, und ich mag das, wenn die Luft ein bisschen feuchter ist. Momentan ist er bei uns aber von Natur aus sehr, sehr feucht, leider. Das war aber nicht immer so der Fall. Das ist jetzt erst in der letzten Zeit gekommen. Der Vermieter sagt, ja, das ist halt so. Und das ist halt scheiße. Also kann ich das jetzt momentan leider nicht so wirklich nutzen, wie ich es gerne hätte. Da habe ich ja von Switchbot letztens, hatte ich ja schon beim letzten Mal mehrere Raumsensoren. Da habe ich jetzt, den hatte ich eigentlich im Wohnzimmer, den habe ich jetzt bei meiner Tochter. Ich werde dann halt auch noch mehr verteilen und so, dass in jedem Raum so ein Sensor ist, dass man das halt überblicken kann und machen und überprüfen kann. Ich habe größtenteils schon verbaut, aber halt ein oder zwei Sachen fehlen halt noch. So, das soll jetzt so der erste Überblick gewesen sein, was da auf euch zukommt. Wenn ihr Fragen zu Switchbot habt oder wie ich das mit der Gardine gemacht habe, da habe ich auch ein separates Video gemacht. Deswegen versuche ich euch oben in der Infobox zu verlinken. Ich würde mich dann jetzt erstmal verabschieden. Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Zu euer Odin.